In der ersten Aufgabe geht es um einfache Abbildungen von eindimensionalen, also univariaten Funktionen. Da soll einfach die Kettenregel bzw. Produktregel oder ähnliches angewendet werden. Okay, also 1.1. Logarithmus von Logarithmus x, das ist natürlich die Kettenregel, die man hier anwenden soll. Das heißt, f' von x ist damit innere Ableitung 1 durch x mal äußere Ableitung 1 durch Logarithmus x. Fertig. Zweite Funktion, g von Alpha x, innere Ableitung, also f' von x ist gleich innere Ableitung ist Alpha mal äußere Ableitung g' von Alpha x. Fertig. Dritte Funktion, Wurzel aus g von x. F' von x ist gleich innere Ableitung g' von x mal äußere Ableitung 1 durch 2 Wurzel g von x. Fertig. Und die dritte vierte Funktion, f von x ist gleich 1 durch e hoch minus Alpha g von x. Das Minuszeichen kann ich natürlich auch rausholen und damit ist es gleich e hoch Alpha g von x. Kann man einfach umschreiben nach den Exponentialgesetzen und dementsprechend ist dann f' von x gleich innere Ableitung. Das ist Alpha mal g von x abgeleitet, das ist also Alpha mal g' von x mal die äußere Ableitung, aber die äußere Ableitung ist ja gleich der e-Funktion und das bleibt damit gleich, also e hoch Alpha mal g von x. Und damit ist die erste Aufgabe fertig.